Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird gechillt in kompletter Dekadenz. Also von chillen kann gar keine Rede mehr sein, weil ich glaube, chilliger habe ich noch nie ein Video aufgenommen. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal erklären, was hier abgeht, oder? Ich glaube wirklich, also es ist ungelogen so, das ist in Worte kaum zu fassen. Ganz ehrlich, der Unterschied ist zwischen dem letzten, brutal. Zwischen dem letzten Crewcast und diesem jetzt hier im Setting. Eine Sache ist gleich geblieben. Wir nehmen noch immer in einem Hotelzimmer auf. Nur ja. Das Hotelzimmer hat sich geändert. Ja, nee, möchtest du mal erklären, was hier abgeht, was hier los ist? Oder? Ja, also hier, wir haben ja ein sehr einfaches Hotelzimmer gehabt, was vollkommen cool für uns ging. Wir haben das immer noch übrigens. Auch ja, wir haben das immer noch. Und wir haben für einen Tag gesagt, Leute, wir übertreiben einfach komplett. Wir sind zu viert und haben uns jetzt hier einfach für eine Nacht ein übertrieben krasses Hotelzimmer geholt. Du bist tatsächlich sehr bescheiden, Julian. Also das Ding ist, Julian hat Geburtstag. Ja. Applaus. Alle ja. Einmal herzlich. Also ich hatte gestern Geburtstag jetzt hier. Ja, jetzt zu deutscher Zeit hast du noch Geburtstag, oder? Stimmt, zu deutscher Zeit. Zu deutscher Zeit hast du noch Geburtstag. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon Julians Geburtstag in Shanghai feiern, dann wollen wir mal was richtig Krasses machen. Und da es schon in den letzten Tagen recht eng wurde in unserem Hotelzimmer, weil wir zu viert in so einem kleinen Hotelzimmer halt übernachtet haben, es eigentlich für zwei Personen gedacht habe, war... Haben wir gesagt. Auch den Crewcast aufgenommen haben, den letzten, haben wir gesagt, wir übertreiben mal komplett und organisieren für Julians Geburtstag das krasseste Hotelzimmer, was wir finden können und das wir uns noch leisten können, weil in diesem Hotel gibt es auch Hotelzimmer, die noch locker viermal so viel kosten wie das hier. Ich fand den Punkt lustig. Weil uns das Zweier-Hotelzimmer zu klein war, haben wir einfach komplett übertrieben und uns noch ein Zweier-Hotelzimmer geholt. Nee, weil das hier ist so. Auch ein Zweier-Hotelzimmer, weil in so einem Luxushotel gibt es meistens nur Zweierzimmer und wir wollten jetzt nicht das Cash ausgeben für zwei Zweierzimmer, weil es schon... Ja, also es ist schon... Also genau, wir wollten da jetzt nicht komplett übertreiben. Und wir wollten, glaube ich, eh nicht wirklich schlafen. Und ich glaube, der Plan geht ganz gut auf, ne? Genau, die Sonne geht nämlich gerade hinter uns auf, Leute. Also ihr seht hier gerade einen schönen Sonnenaufgang in Shanghai. Ja. Eigentlich könnte man fast sagen, das hier ist der erste Crewcast, der so ein bisschen was von so einer Morningshow hat. Ganz ehrlich, es ist exakt genauso. Nur, dass bei einer Morningshow die Moderatoren meistens nicht im Bademantel da sitzen. Also wir sind auf jeden Fall noch etwas direkt. Nee, ich glaube, das sorgt jetzt hier einfach mal so ein bisschen für die entspannte Stimmung. Wir haben heute leider keinen Tee, haben wir vollkommen verplant zu organisieren. Wir haben dafür aber Pepsi, die uns wach hält und hier noch eine Flasche Grey Goose Wodka. Die wir nicht trinken werden, weil sie aus der Minibar ist. Und wahrscheinlich ein Vermögen kostet. Ganz ehrlich, ich habe gerade vorher nachgeschaut, ne? Oder dein Bruder hat vorher nachgeschaut, was hier eine Flasche Wasser in diesem Hotel kostet. Ja. Und man ist gut und gerne mal dabei mit 40 Yuan. Genau. Was muss man umrechnen, wie viel ist? 5 Euro. Das ist ein bisschen mehr, oder? Fast 6 Euro oder so. Nee, das sind exakt 5 Euro. Okay, dann sind es exakt 5 Euro. Und im Vergleich dazu, 50 Yuan hier in diesem Hotel für eine Wasserflasche, in dem Family Mart, der quasi hier direkt unten vor der Tür ist, zahlt man für dieselbe Flasche Wasser oder für eine sogar noch größere Flasche Wasser nur 3 Yuan. Ja. Das heißt... So 3-4 Euro. Genau. 3-4 Euro? 3 Yuan? 30 bis 40 Cent. So. Was? Und das ist schon ein enormes Erlebnis. Ich finde es allgemein übel krass hier. In ja, diesem ganz Hotel. Ehrlich. Aber also, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also ich war noch nie in so einem heftigen Hotel in meinem Leben und ich werde wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr in so ein Hotel kommen. Gerade die Aussicht ballert einfach komplett. Also wir haben heute, eigentlich war der Plan, wir gehen hier in dieses Hotel, schneiden ein bisschen, versuchen auch noch ein bisschen produktiv dabei zu sein. Aber ganz ehrlich, es hat einfach überhaupt gar nicht geklappt, weil wir hier saßen und einfach die ganze Zeit aus dem Fenster gestarrt haben. Ja, also man muss auch wirklich nochmal dazu sagen, nur damit es auch ganz klar hier rüberkommt. Wir haben uns nicht gedacht, ach, unser Hotelzimmer in Shanghai, das ist doch komplett belastend. Wir gönnen uns jetzt mal das teuerste Zimmer, was wir finden. Sonst war wirklich jetzt hier einfach mal eine besondere Aktion für Julians Geburtstag. Und ich glaube, es ist komplett gelungen. Es ist wirklich, also es ist auch so viel einfach super gut gelaufen, ne? Ja. Weil wir haben das Hotelzimmer reserviert und man kann halt so bei Booking.com halt auswählen, was für verschiedene Zimmer es gibt. Und wir haben halt wirklich in diesem supergeilen, luxuriösen W-Hotel, heißt die Kette hier,
halt geschaut, was es für Alternativen gibt. Und das allergünstigste Zimmer war schon ausgebucht. Und die zweitgünstigste Variante, die haben wir dann halt genommen von so 5, 6, 7 Suites, die halt so zur Auswahl stehen. Und das ist halt quasi also ein richtiges Standardzimmer, sage ich mal, was wir hier bekommen haben für dieses Hotel. Ja, also Standardzimmer würde also ich es nicht nennen. Im Vergleich zu dem Hotel, also wenn man schaut, was für Zimmer dieses Hotel hat, ist das ein niedrigeres Zimmer. Ist natürlich ein brutales Zimmer. Genau. Aber im Vergleich wir haben hier dazu noch eine etwas illegale Aktion gerissen. Denn es ist natürlich eigentlich ein Zweierzimmer. Wir wollten halt ein bisschen Cash sparen und jetzt chillen wir hier gerade zu viert. Ja. Haben die beiden anderen noch hier reingesnitcht. Und ja, ganz ehrlich, wir werden jetzt hier nicht groß schlafen. Sondern ja, ich glaube auch nicht. Ich habe keine Lust zu schlafen bei dem Ausblick, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Und es ist halt eben die andere Sache, die noch gut gelaufen ist. Ne? Wir sind quasi so reingekommen heute Morgen zur Hotellobby, so zum Check-in. Die so, ja, hier, bla, zeig mal deine Reservierung, Alter, dieses, jenes. Wir haben halt erstmal mit der Reservierung alles geklärt. Und dann sagt er auf einmal zu uns, so, ja, euer Zimmer ist im 40. Stock. Das ist das höchste Stockwerk, was wir aktuell besitzen. Wir so, hä, wir haben doch das Standardzimmer gebucht. Ja, ja. Und Ausblick auf die Skyline habt ihr ebenfalls. Wir so, perfekt. Besser. Also ganz ehrlich, in letzter Zeit haben wir so viel Glück. Es ist wirklich unglaublich. Man kann echt nicht sagen, dass wir die organisiertesten Menschen, was Urlaubsplanung angeht, sind. Ja. Aber es hat sich trotzdem alles sehr gut gefügt. Ja. Und wir haben alles sehr gut hinbekommen. Ja, ich bin auch tatsächlich ziemlich amazed, wie gut diese Reise bisher läuft. Aber wir wollen jetzt gar nicht groß die ganze Zeit darüber reden, wie geil hier das alles geklappt hat und wie toll das alles ist. Denn es gibt auch seine Schattenseiten hier in dem Hotel. Ja, ganz ehrlich. Zum Beispiel, wenn du hier einfach runterguckst. Der Kontrast ist brutal. Und das ist sowieso eine Sache, die mir in Shanghai richtig extrem aufgefallen ist. Ja, oder in China generell, ne? Das ist brutal. Also, wenn man nach unten guckt, hier direkt runter, also nicht so in die Ferne, sondern direkt runter schaut, da sieht man halt so ein richtig armes Viertel, würde ich mal sagen. Also Slum würde ich nicht sagen. Es ist halt wirklich, es sind, sag ich mal, nicht die modernsten Hochhäuser, ja, sondern halt so ein fünf Stockwerke bis zehn Stockwerke. Ja, halt so relativ so, abgeranzt. Genau, ja. Airconditioning, Boxen hängen draußen vor dem Fenster, die Scheiben wurden seit Ewigkeiten locker nicht geputzt und bestehen nur noch aus Staub, dies, das. Halt so, wie man sich halt solche eher ärmeren Viertel in Asien vorstellt. Und was halt wirklich so krass hier ist, ist, dass das halt einem wirklich so direkt ins Gesicht gedrückt wird, weil es so direkt nebeneinander ist. Ich will jetzt nicht sagen, ach, ich als reicher Europäer hätte es natürlich lieber, wenn diese ganzen Armen mir aus dem Blickfeld geschaffen werden würden, weil das meine ich überhaupt gar nicht. Ich finde es sogar richtig gut, dass man ganz das hier ehrlich, sieht, ich finde, damit man das den Bezug öffnet zur Realität einem, genau, verliert. Genau, ja. Das öffnet einem einfach hier auch die Sicht und es erdet einen irgendwo. Ja. Ich finde, also, es ist schon lächerlich, zum 40. Stock zu sagen, im Bademantel. Ja, also wenn ich runterschaue auf die Slums, erdet mich das. Ne, also ich würde, wie gesagt, ich würde es auch nicht als Slum bezeichnen, weil so schlimm ist es. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Ja, aber ich finde, es ist schon einfach irgendwie ein komisches Gefühl, ne? Ja. Zu wissen, okay, wir haben jetzt für einen Geburtstag so eine einmalige Aktion gerissen, hier dieses Hotelzimmer zu holen. Und dann sieht man halt wirklich quasi von dieser brutalen Aussicht des Hotelzimmers, wie groß die Schlucht quasi doch ist. Ich würde sagen, wir können aber doch hier an dieser Stelle auch mal komplett transparent sein und euch einfach mal erzählen, was so eine Butze für eine Nacht kostet, oder? Genau, ja. Also wir haben jetzt gezahlt für dieses Zimmer etwa 300. Genau. Aufgeteilt zwischen 4 Personen, muss man natürlich auch dazu sagen, weil wir zu viert jetzt hier in diesem Zimmer nächtigen und wir uns das jetzt halt für eine Nacht geholt haben. Das heißt, 300 durch 4 Leute eine Nacht. Wenn man es auf 4 Leute aufteilt, dann geht es natürlich. Genau, dann ist es als Geburtstagsaktion auf jeden Fall was man schon machen kann. Man muss dazu auch sagen, dass in Shanghai das natürlich etwas günstiger ist, als wenn man sich so eine Ja, was meinst du denn, was im W-Hotel Barcelona oder so ein Zimmer kostet? Ich könnte mir vorstellen, dass es fast doppelt so teuer ist. Echt? Ja. Barcelona weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so W-Hotel New York City oder so, dass das richtig ballert. Ja, natürlich. Die Frage ist natürlich, sind diese Hotels auch so komplett brutal wie hier? Weil was hier passiert, ist natürlich komplett einmalig. Wir sind in so einem Tower. Wann wurde das gebaut, das Hotel? Das ist eröffnet letzten Monat, oder? Genau, also es ist komplett frisch, ne? Ja, die haben hier quasi aus dem Nichts so einen riesigen Wolkenkratzer gestampft, dann niegelnagelneue Hotelzimmer reingebuddert. Ja. Und jetzt kann man hier quasi aus dem Fenster blicken, die Shanghai Skyline sehen und das alles halt wirklich komplett frisch und neu und auch alleine stehend. Hier sind keine anderen Türme ringsherum, die einem die Sicht versperren würden, so wie es in New York oft ist, sage ich mal, sondern es ist wirklich
komplett ein, man ist hier komplett, man steht alleine hier mit diesem Turm und genau, diesen Zimmern. Ja. Normalerweise sind ja immer irgendwelche Türme direkt nebenan, ja, die die Sicht oder sowas versperren und das ist halt hier komplett gar nicht. Aber was ich auch schön an der Aktion generell finde, ist natürlich einmal, hat man diesen einmaligen Einblick in so ein Luxushotel. Das hat man ja normalerweise nicht. Also ich war noch nie im Luxushotel so richtig. Aber dadurch, dass wir halt nur eine Nacht hier sind und wir mit einer komplett anderen Einstellung hier reingehen als alle anderen, weil wir sind heute richtig negativ hier aufgefallen. Das kann man, muss man wirklich so dazu sagen. Wir waren die Leute, wir sind richtig chillig hier reingekommen und weißt du, das normale Klientel von so einem Luxushotel, das sind halt so Leute, die so richtig mit der Nase hoch in das Hotel reingehen und am besten noch ihren Ferrari in der Tiefgarage parken, so, ne? Ja, davon haben wir einen gesehen. Ja, tatsächlich. Ein California, genau. Genau, das ist auch die Art von Ferrari, die ich in so einem Hotel erwarten würde. Ja, genau. So, oh, der California meiner Frau, den habe ich genommen. Meine Frau habe ich auf einen Shopping-Trip nach Shanghai geschickt. Natürlich mit dem California und ins W-Hotel. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also ich finde es, ich fand es auch sehr angenehm, dass wir so aufgefallen sind, weil das hat einfach gezeigt, dass wir solche Menschen nicht sind. Ne? Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ist ja kein Ding. Und dass wir halt auch eine Nacht hier sind, bedeutet halt auch, dass wir wahrscheinlich in 5 Stunden ungefähr hier wieder weg sind. Ja, absolut. Und dann sind wir einfach nicht mehr in dieser, weil jetzt muss man sagen, Blase, muss man schon sagen. Wir sind jetzt gerade in einer Luxusblase hier. Ja, es ist komplett krass. Hier herrscht ein anderes Klima als draußen, weil wir haben hier perfekte Klimatisierung. Draußen ist die absolute Hitze. Nein, wirklich. Ja, ich weiß. Ganz ehrlich, wenn du hier sitzt und über die Skyline schaust, du denkst dir, ach ja, wie chillig. Ja. So ist doch Shanghai richtig angenehm. Und dann gehst du vor die Tür und merkst mal, unter was für ein Klima 45 Grad. Du leiden würdest, wenn du jetzt quasi einfach nur so auf der Straße rumläufst. Und auch viele andere Sachen. Also was mir halt auch echt aufgefallen ist, hier ist, wie unfassbar viele Dinge es auch gibt, die man absolut nicht braucht. Ganz ehrlich, dieses Haus hier, dieses Gebäude ist so vollgestopft mit Dingen, wo man jetzt zwar nicht sagen würde, ach, das ist ja jetzt blöd, ja. Aber es ist lächerlich, also es ist wirklich komplett faszinierend, für was für Dinge in diesem Gebäude Geld ausgegeben wurde, was halt einfach wirklich komplett albern ist. Hau mal ein Beispiel raus. Ein Beispiel zum Beispiel, genau, ist die Art und Weise, wie das Bad in dieses Hotelzimmer integriert wurde. Ja, es ist nicht etwa einfach ein weiteres Zimmer, so wie es absolut vernünftig und funktionierbar wäre. Nein, es ist im selben Zimmer das Bad mit einer Scheibe. Jetzt denkt man sich erstmal, ah, okay, ist ja komisch, wenn da jetzt einer am Duschen ist, dann sieht man den ja die ganze Zeit. Ja, ist auch so, es sei denn, man macht den Schalter an, der innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde diese Scheibe zu Milchglas werden lässt. Hä? Das ist komplett brutal. Also ich meine, es ist natürlich super cool. Als wir hier reingekommen sind, habe ich erstmal so gedacht, so, alles klar, wir sind hier mit 4 Typen und keiner wird vernünftig duschen, ohne dass andere ihm da reingelassen. Aber dann haben wir diesen Privacy-Schalter gefunden. Ich glaube, das schwulen Image werden wir sowieso nicht los. Es war auch so lustig, als wir hier eingecheckt sind, der Portier, der erstmal so, ah, wollen Sie ein großes Doppelbett oder lieber 2 getrennte Betten? Und wir stehen so da, 2 getrennte Betten, bitte. Genau. Ja, was er nicht wusste, ist, dass wir zu viert in dieses Zimmer einziehen werden. Hätte er das mitgekriegt, hätte er wieder gedacht, ach, ich hatte recht. Die beiden sind definitiv schwul. Ja, nee, aber was ja, ich mein, auch das, noch aufgefallen ist. Der Bademantel ist, hier unterstützt das auch nicht. Ja, meiner ist vor allem auch pink. Es gibt nämlich 2 Bademäntel in diesem Zimmer. Einen grauen, den durfte das Geburtstagskind haben, ich war dann so frei. Und einen pinken, den habe ich jetzt angezogen. Sehr großzügig. Ach, ja, und es gibt halt noch andere unnötige Dinge, wie zum Beispiel das Klo, die Kloschüssel. Wie unnötig ist das denn? Was macht denn die Kloschüssel so alles? Die macht alles, was man sich vorstellen kann. Und zwar geht sie erstmal alleine auf, wenn man die Tür aufmacht. Das heißt, du machst die Klotür auf, dann geht der Klodeckel automatisch auf, dann setzt du dich drauf, dann merkst du, dass die Klobrille beheizt ist. Das heißt, du wirst dieses unangenehme Gefühl auf dich sicher verwenden. Oh, der Wurm ist drin, sich auf eine kalte Klobrille zu setzen, wirst du hier nicht haben. Wenn du dann fertig mit deinem Geschäft bist, kannst du dir einfach den Allerwertesten mit einem harten Wasserstrahl putzen lassen und ihn dann
föhnen lassen. Genau, das ist das Beste. Und was auch krass ist, dass die Toilette Knöpfe hat, um den Deckel hoch und runter zu klappen. Also es geht nicht nur, wenn man durch die Tür läuft, nein, man kann nach Belieben auch den Deckel, die Brille, beides in Kombination, auf- und niederfahren, weil da halt eben die Motoren integriert sind. Und es ist dann wirklich echt so ein Moment, wo man erst halt lacht, haha, wie lustig, cool, dass das Ding das hier kann. Und dann, wenn man aber drüber nachdenkt, fällt einem auf, wie unnötig dekadent es hier ist. Und du musst mal vorstellen, das ist ein riesiger Tower. Hier sind hunderte Zimmer, die genauso sind wie dieses. Ja, genau. Und es gibt wirklich, also ich meine, damit dieses Hotel funktioniert, muss es ja wirklich regelmäßig Leute geben, die hier Hotelzimmer buchen. Und zwar nicht nur für eine Nacht, weil ihr Kumpel Geburtstag hat, sondern weil die das halt für die richtige Art und Weise ihres Aufenthalts halten. Genau. Ja. Ja. Aber wenn du dann mit deinem Geschäft fertig bist, wie läuft das dann ab? Dann wird automatisch gespült. Natürlich. Der Klodeckel wird wieder runtergefahren und dann bist du fertig. Genau. Du musst also quasi keinen Handgriff mehr machen. Ja, nö, finde ich auch richtig so. Ja. Ganz ehrlich. Genau. Komplett okay. Nee. Aber was auch krass war, also es gibt hier natürlich auch noch so einen Spa-Bereich und Whirlpool-Bereich und so weiter und so fort. Und der war halt auch schon, also wenn man mal in Mineralthermen ist, sieht man vielleicht sowas. Aber das war wirklich für ein Hotel komplett krass. Genau, und dann gehst du halt so in den Außenpool ja. Und schwimmst einfach vor der Skyline. Ja, also ganz ehrlich, ich frage mich, wie die Location hier bekommen haben. Also ich meine, allein das Grundstück ist ja so ganz gut geeignet ehrlich, für das Hotel. Ich denke, das wird eine richtige Redneck-Aktion gewesen sein. Okay, hau raus. Wie stellst du es dir vor? Also ich stelle mir vor, wir haben ja gerade schon gesehen, dass hier so ein relativ ehrliches Viertel nebenan ist, ja. Dass sie einfach genau so ein Viertel komplett platt gemacht haben. Ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich liegt es genauso. Ich glaube, die haben den Schein in die Hand gedrückt, hier, siedel mal um. Und die sich geweigert haben, die hatten dann Pech an dem Tag, wo der Bulldozer kam. Ganz ehrlich, und wir sind jetzt hier die Wichser, die hier im Bademantel sitzen und sich denken, ach, wie geil. Ja, es ist halt wirklich paradox, ne? Es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Ich meine, ich finde es richtig geil, das mal so zu erleben, aber eigentlich ist es unangenehm. Ja, weil auf der einen Seite, wie könnte man hier sitzen, diesen Ausblick haben, dann im Spa unterwegs sein, danach im Bademantel hier hochkommen, nochmal diese Aussicht genießen und sich denken, wie blöd. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich, gerade weil man hier in seiner Umgebung wirklich sehr bewusst ist, komplett krass, was es auch gedanklich mit einem einfach macht, dieses Wissen, dass man quasi das Privileg hat, hier in so einem Zimmer quasi, wenn auch nur für eine Nacht und zu viert in einem Zweibettzimmer, aber man kann hier nächtigen und es gibt Millionen Leute in dieser Stadt, denen es definitiv ganz anders geht. Ja, das ist echt krass, aber gut. War ein Erlebnis wert. Wir werden noch einen kompletten Vlog drüber pushen. Genau. Und von daher würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema über. Das ist auch so eine Sache, ne? Muss man vielleicht auch noch dazu erklären. Wir reden schon den ganzen Tag so in einem gehobenen Ton. Genau, also das ist nur ein Joke. Gewählt aus, einfach weil wir es so unfassbar lustig finden, wie, was für Leute hier einfach sind und wie man sich fühlen muss, wenn das hier für einen normal ist. Zum Beispiel, was ich sehr lustig fand, war, als wir hier reingekommen sind, zum ersten Mal, ne? Hat Yannick, Julians Bruder, gesagt, ach, guck mal, einen Helikopter. Und Julian hat gesagt, ach, wo denn? Muss ich nach oben oder nach unten schauen? Genau. Und das halt in dieser gehobenen Stimme. Und dadurch wird halt nochmal so richtig krass unterstrichen, wie komplett absurd dieses ganze Gebäude hier ist. Ja. Es ist wirklich komplett krass. Also wenn wir jetzt heute öfters mal diesen Tonfall einnehmen, wundert euch nicht, wir sind nicht arrogant geworden, sondern wir machen das nur in Selbstironie. Genau, eigentlich machen wir uns über Arroganz lustig. Genau. Das ist genau das. Vorhin war es noch komplett, komplett schwarz draußen und mittlerweile ist es einfach komplett hell. Ja. Aber wenn wir mal von schwarz und weiß reden, ne? Also die Internetsituation ist ja hier schon ziemlich... King der Überleitungen schlägt wieder ein. Julian Fretzke, meine Damen und Herren. Nein, also es gibt ja hier, wenn ich von schwarz und weiß rede, meine ich natürlich bei der Internetsituation geblockte und ungeblockte Seiten. Ne? Das gibt es nicht auch so mittelgeblockte Seiten in China? Gibt es tatsächlich, ja. Und zwar WhatsApp. Nee, also es ist tatsächlich so, es haben uns auch eine ganze Menge Leute gefragt, wie könnt ihr eigentlich überhaupt Vlogs hochladen aus China? Wie könnt ihr überhaupt den Crewcast hochladen aus China? Ich dachte, YouTube ist gesperrt. Und tatsächlich ist YouTube in China gesperrt. Und es gibt eine ganze Menge andere Sachen, die auch gesperrt sind. Soll ich mal ein paar auflisten? Genau, liste mal ein paar Dinge auf, die in China gesperrt sind. Gesperrt ist Snapchat, Instagram, Twitter,
Facebook, Google, Google Maps, Google Mail. Ist grundsätzlich alles, was von Google ist, gesperrt? Ja, ich glaube schon. Oder gibt es auch noch irgendein Unterprodukt von Google, was geht? Google Play geht. Google Play geht. Ah, okay. Ja, gut. Aber ansonsten ist, glaube ich, wirklich alles gesperrt. Also ja. Es ist wirklich brutal. Eigentlich jede Kommunikationsmöglichkeit ist einfach ausreichend. Yahoo.com funktioniert. Ja. Das fand ich auch mega überraschend. Und aber Bing ging auch nicht, ne? Nee, Bing geht nicht, meines Wissens nach. Und Wikipedia ging. Ja. Ah, das Wikipedia. Das ist eigentlich verwunderlich, ne? Weil da könnten ja die Leute schon Informationen aus der Außenwelt haben. Ja, aber wie, woran liegt es? Du hast dich ja damit mehr auseinandergesetzt als ich. Wie kommt es, also, es gibt, dass die chinesische Regierung es für clever hält, seine eigenen Bevölkerung, es sind ja nicht wenig Chinesen auf der Welt, über 1 Milliarde, also ein Siebtel so der Weltbevölkerung. Ja, das ist richtig heftig. Ne? Ja? Wie kommt die Regierung auf die Idee, wir nehmen jetzt ein Siebtel aller Menschen auf der Welt den Zugang zu diesen Websites weg? Also es gibt, glaube ich, zwei hauptsächliche Gründe. Okay. Der erste Grund ist natürlich ganz einfach, dass es halt eine Art Diktatur ist hier. Das Wort Diktatur darf man, glaube ich, nicht in den Mund nehmen, aber ihr wisst alle, was gemeint ist. Sonst dürfen wir hier nicht mehr ausreisen. Genau. Also das Problem ist, dass die chinesische Regierung es gerne hätte, dass sie ihr Volk oder die Medien unter Kontrolle hat, damit sie halt genau sozusagen bestimmen darf, was sozusagen an die Leute an Informationen rauskommt und was nicht. Und sie wollen natürlich auch gerne möglichst alle schön den Ball flach halten können, dass es keine Proteste gibt und so weiter. Und wie kann man das heutzutage super erreichen? Ganz einfach dadurch, dass man die Kommunikationsmöglichkeiten extrem eingrenzt und die Möglichkeiten, die es gibt, dann halt selber in der Hand hat, um die halt zu steuern. Und wie effektiv funktioniert das denn in China, weißt du das? Weil das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als ob die, nur weil sie jetzt kein WhatsApp haben und kein Facebook haben, nicht auch Alternativseiten dazu hätten. Es gibt zum Beispiel einen brutal riesigen Service, der sich WeChat nennt. Und das ist quasi, WeChat muss man sich so vorstellen, vom Grundaufbau wie WhatsApp, allerdings von der Fähigkeit eher so wie Google und Facebook kombiniert. Also man kann mit WeChat alles machen. Man kann kontaktlos bezahlen, man kann navigieren, man kann sich Taxis rufen und so weiter und so fort. Ja, also ist ganz ehrlich, WeChat ist eigentlich eine Kombination aus enorm vielen Apps. Ja. Alles in einer App. Es ist auch ein Social Network, oder? Genau, also es ist nicht nur WhatsApp, sondern hast du auch so eine Art Profilseite und Feed und so weiter, wo du auch Sachen posten kannst. Kann man Stories posten? Das ist lustig. Das Unternehmen gehört ja nicht zu Facebook. Also Stories haben sie noch nicht geklaut. Sowas macht nur Facebook. Nee, aber das ist auch interessant. WhatsApp ist nämlich nicht gesperrt. Ja, nur so halb jetzt. Nur so halb. Deswegen meinte ich gerade, es gibt auch Sachen, die halb gesperrt sind. WhatsApp gehört dazu, weil es ist temporär gesperrt. Und es war teilweise in der Zeit, wo wir hier waren, teilweise nur für Bilder gesperrt. Ja, also du konntest keine Bilder versenden. Wirklich interessant. Der Grund, von dem wir Wind bekommen haben, ob der wirklich so stimmt oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es gibt anscheinend hier irgendein aktuelles politisches Ereignis, das hervorgerufen hat, dass temporär das gesperrt werden soll, irgendwie, um da für Sicherheit zu sorgen. Ja. Aber es kann auch gut sein, dass es ab jetzt einfach für immer so ist. Ne? Keine Ahnung. Ja. Also es ist nicht unwahrscheinlich, denke ich mal. Aber es gibt ja noch den zweiten grundlegenden Grund, dass das Ganze hier gesperrt ist, dass diese ganzen Websites so zensiert sind. Und das ist ja auch nicht nur mit Websites so. Ne? Es gibt ja auch keine, also bei den Zeitungen oder so, die sind ja auch alle. Also das ist nicht nur im Internet so, ja, das ist bei allen Medien so. Aber der nächste Grund ist natürlich, dass diese Unternehmen wie Twitter, Facebook und so weiter natürlich Unternehmen sind, die nicht chinesisch sind, also die, keine Ahnung, amerikanisch in 90% der Fälle wahrscheinlich sein werden. Und dass China das sehr ungerne hat, dass im eigenen Land sozusagen andere Unternehmen ihr Cash machen. Die wollen halt immer gerne, dass eigene Unternehmen im eigenen Land auch das Cash machen. Das heißt, sie sperren die Anbieter aus dem Ausland und verhindern somit, dass sie den Markt übernehmen im eigenen Land und geben dann den Markt für chinesische Firmen frei. Das hat für sie dann den Vorteil, dass eine chinesische Firma das Cash macht in dem Land, weil ganz ehrlich, WeChat ist es ja so ein riesiges Unternehmen, die werden so viel Cash schieben. Ja, Facebook ist ja auch ein riesiges Unternehmen. Genau. Und oder Google. Genau, und das Cash können sie halt hier im Land machen und dadurch, dass die Firma im Land sitzt, können sie diese halt auch gleichzeitig besser kontrollieren. Ja, und auch versteuern. Genau, also das hat auch für das landesinterne Wirtschaftswachstum nutzen. Genau. Also oder so zumindest die Idee.
Genau. Nachteil ist halt vielleicht, dass sie bei der ein bisschen schlechtere Anbindung so zur Außenwelt haben, natürlich, was wirtschaftlich so ist, aber ich glaube, das können die so gerade noch verkraften. Ich glaube, die haben genügend Leute, mit denen sie selbst reden können. Mit über einer Milliarde wird es nicht so schnell langweilig. Genau. Und aber, Skype geht ja noch. Ja. Nee, es gibt ja auch tatsächlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Also was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben für die YouTube-Videos und auch für unsere täglich wichtigen Navigations- und Kommunikationstools, ist einfach ein VPN verwenden. Es ist brutal einfach. Man lädt sich einfach Opera VPN oder sonst irgendwie was auf sein Smartphone runter, drückt auf VPN verbinden, dann wird das Smartphone mit einem Server irgendwo in Singapur oder Deutschland oder sonst wo verbunden, tut so, als würde es dort sitzen und zack, funktioniert alles wieder. Und dann kann man wieder Google Maps benutzen, was super wichtig für uns hier ist. Ja, man kann wieder WhatsApp komplett uneingeschränkt nutzen, man kann YouTube uneingeschränkt nutzen und so weiter und so fort. Einfach dadurch, dass man quasi so ein VPN nutzt und es ist in vielen Fällen super kostenlos, wenn man zum Beispiel ein Opera VPN nutzt oder wenn man halt den Premium Service nutzt, auch gar nicht mal jetzt so extrem teuer. Genau, also VPNs sind natürlich, du bekommst nirgendswo irgendetwas kostenlos, das ist ja eigentlich immer so. Ja, natürlich. So, ne? Also bei nicht, Opera ist es, bezahlst du halt mit deinen Daten. Genau, ist ja ganz klar. Also, Google Maps ist auch nicht kostenlos. Ja, nee, so wollte ich nur dazu sagen, wenn man so sagt, ja, ist kostenlos cool, das muss einem natürlich immer dann da bewusst sein, dass man da mit seinen Daten bezahlt. Aber VPN generell ist hier natürlich eine sehr entlastende Sache. Was ich interessant an dem ganzen Thema finde, ist, dass es nur Ausländer, also hauptsächlich Ausländer hier VPNs nutzen. Weil ich habe die Theorie, dass die Chinesen an sich natürlich schon komplett an diese Situation gewöhnt haben. Ja. Wenn du aufwächst und es gibt einfach kein YouTube, es gibt kein Twitter, es gibt kein Facebook und alles, dann hast du ja auch nicht das Verlangen danach, weil deine Freunde sind da sowieso nicht, die haben das auch nicht. Und die schicken dir auch keinen lustigen Link zu irgendeinem YouTube-Video, warum denn auch? Ja, deswegen glaube ich halt, dass diese VPNs für die chinesische Regierung noch gar nicht so ein großer Dorn im Auge sind, weil das eigentliche Volk wahrscheinlich das relativ wenig nutzt. Wir haben schon ab und zu echt Leute gesehen. Es wird natürlich Chinesen geben, die das nutzen. Ja. Aber ich denke, es hält sich in Grenzen. Die chinesische Regierung könnte aber auch VPNs sozusagen unterbinden. Also wie würden die das denn technisch machen? Das weiß ich nicht genau. Also ich habe mich ja ein bisschen, also es ist auch schon vorgekommen anscheinend. Mhm. Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, VPNs zu verhindern. Okay, krass. Ja. Nee, man muss sich das einfach mal vorstellen. Hier ist so ein wirtschaftlich wichtiger Punkt auf der Erde und theoretisch ist es nicht möglich, hier als Amerikaner oder Europäer einzureisen und erstmal grundsätzlich sein Recht auf freie Meinungsbeschaffung und freie Meinungsäußerung zu nutzen, ohne dass man erstmal quasi den illegalen Weg eines VPNs gehen muss. Ja. Und das ist schon irgendwie beängstigend. Oder nicht? Ja. Vor allem, wenn man auch sieht, für was für Dinge die chinesische Regierung manchmal diese Macht auch nutzt. Also da gibt es ja die verschiedensten Beispiele. Neulich sehr aktuell und übelst witzig ist, dass Leute angefangen haben, das Aussehen des chinesischen Ministerpräsidenten oder wie auch immer mit Winnie Pooh zu vergleichen. Und das fand die Regierung überhaupt nicht lustig. Und dementsprechend haben sie dann quasi Winnie Pooh im ganzen Land gesperrt. Und du kannst nicht mehr, also kannst sowieso nicht googeln, aber auch auf den chinesischen Suchmaschinen kann man jetzt nicht mehr Winnie Pooh finden und man kann auch auf den chinesischen Varianten von YouTube keine Videos mehr von Winnie Pooh sehen. Es ist so, als ob von einem Moment auf den nächsten dieser Kindercharakter weg wäre, nur weil ein paar Leute sich mit Hilfe dieses Charakters über Staatsmächte lustig gemacht eigentlich haben. Eigentlich nur wegen so ein paar GIFs haben die im kompletten chinesischen Internet, sage ich mal, das Wort oder generell Winnie Pooh ausradiert. Ja, aber so, als wenn der Todesstern einfach so einen ganzen Planeten einfach ausradiert. Genau. Nee, nur mit dem Unterschied, und das finde ich jetzt an der Stelle sehr interessant, ich habe jetzt seit 2 Tagen die Nachrichten bezüglich diesen Themas nicht mehr verfolgt, also vielleicht ist es mittlerweile bei WeChat auch angekommen, aber zu dem Zeitpunkt, wo grundsätzlich im Internet erstmal Winnie Pooh gesperrt wurde, war es bei WeChat absolut noch möglich, Winnie Pooh zu schreiben. Ja, also du konntest deinen Kollegen einfach das Wort Winnie Pooh schicken und es hat noch funktioniert. Und WeChat hat eine Statistik rausgegeben, wie krass die Benutzung des Worts Winnie Pooh seit dieser Sperrung in die Luft gegangen ist auf WeChat. Weil man merkt schon, oder man hat anhand dieser Statistik schon gemerkt, dass das chinesische Volk sich dann nicht denkt, ach, die sperren das jetzt,
ach, na gut, dann lasse ich das bleiben. Sondern die denken sich dann, ach cool, dann schicke ich mein lustiges Winnie-Pooh-Gift von unserem Staatspräsidenten meinem Kumpel halt eben per WeChat. Komplett andererseits, absurd, ne? Was kann man dann damit machen? Weil WeChat ist ja auch relativ in Staatshand, so wie ich es verstanden habe. Ich habe mich da nie genau drüber informiert. Was man alles deswegen mit WeChat jetzt machen kann, oder ja, was meinst du? Ja, nee, genau, wie sehr WeChat der chinesischen Regierung unterlegen ist. Also WeChat gehört an der Firma Tencent. Okay. Das ist ein ganz großer chinesischer Medienkonzern, die auch, glaube ich, ganz viel mit Fernsehen und so weiter zu tun haben. Ich kenne mich nicht genau aus, was die alles machen. Ist auf jeden Fall ein übergeordneter Konzern, der also nicht nur WeChat macht. Ist es ein Staatskonzern? Das weiß ich nicht genau. In China gibt es sehr viele Staatskonzerne. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ein Staatskonzern ist. Es kann aber auch natürlich auch ein freier Konzern sein, weiß ich nicht genau. Generell ist es schon üblich, dass es viele Staatskonzerne in China gibt. Aber ich weiß es nicht zu 100%. Aber überleg doch mal, was sie jetzt theoretisch anfangen könnten mit dem Wissen, welcher ihrer Bürger am meisten Winnie-Pooh-Gifts seinen Freunden geschickt hat. Ja, ich würde sagen, die Todesstrafe geht direkt raus. Nee, ich finde es wirklich komplett beängstigend. Und was ich auch übel krass finde, was auch irgendwie vor 2 Wochen oder so in den Nachrichten war, ist, dass China neue Richtlinien rausgegeben hat für öffentliche Medien, was alles gezeigt werden darf und was nicht gezeigt werden darf bezüglich sexueller Handlungen. Und da waren halt absolute Standardrichtlinien. So Sachen wie, ja, wir wollen im öffentlichen Fernsehen keine Vergewaltigungsszenen, ja, wir wollen keine sexuellen Handlungen mit Tieren und so weiter und so fort. Halt so eine Liste, was alles als Abnormalität gilt. Und dann stand komplett random auf der Liste noch drauf, ach übrigens, homosexuelle Handlungen ebenfalls nicht. Das ist nämlich genauso wie Vergewaltigung und Sex mit Tieren komplett abnormal. Und das hat mich komplett geschockt, dass dieses Land quasi in der Macht ist, über seine Bürger hinweg zu bestimmen, ach, wisst ihr was, wir wollen, dass ihr sowas gar nicht erst seht, deswegen verbieten wir das jetzt. Ja. Es ist schon ganz ehrlich, wirklich, also, es ist schon wirklich beängstigend. Schon ein, ich glaube, ein Land mit einer sehr, sehr, sehr hohen Autorität. Ja, absolut. Also, die können sich schon wirklich sehr viel herausnehmen. Ja, und ich frage mich wirklich krass, wie sehr das die Bürger stört oder nicht. Weil ich glaube, es gibt locker eine Menge Bürger, die es stört. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine riesige Zahl an Chinesen gibt, die sich nicht bewusst sind, wie schlimm es eigentlich ist, was da passiert. Ja. Die ganz sich einfach ehrlich, denken, ich bin das doch so gewohnt. Es haben sich super viele daran gewöhnt. Ja. Also das ist, für uns ist es komplett krank. Ja. Aber ich glaube, für viele, die checken, oder die, ich weiß nicht, die checken oder sie juckt es einfach nicht. Ja. Ja, aber gut, ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich sehr schade, dass die Meinungsfreiheit, dass die Medien hier so eingeschränkt werden. Aber wollen wir nicht mal, um einfach einen kleinen Kontrast hier reinzubringen, Medien werden eingeschränkt. Lass uns doch mal hier gucken, was in den deutschen Medien so abgeht, oder? Ja. Das heißt, wir greifen jetzt über einen VPN auf deutsche Websites zu und schau mal, was es so Neues in der Technikwelt gibt, weil wir sind so nicht mehr so 100% auf dem neuesten Stand, oder? Ja, wir waren halt die letzten Tage wirklich komplett unterwegs, Daily Vlogs schneiden, dies, das, da kommen wir schon mal ganz schön raus. Ich bin mal gespannt. Hit me. Also die erste Nachricht, Neuigkeit, die kennen wir beide schon, haben wir schon drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist ganz interessant, weil Samsung hat jetzt bekannt gegeben, wann das neue Galaxy Note 8 vorgestellt wird. Genau, und zwar am, warte. Na, soll ich es nachschauen? 26.8. Ich schaue jetzt nach, ich muss nochmal auf den Artikel klicken. Es lädt immer ein bisschen länger durch den VPN, das ist leider Es steht in dem Bild, was du gerade unter deinem Daumen hast, rechts unten. Perfekt, drin. Ach ja, okay. Was war der Tipp? Ich habe gesagt, 26.8. Ist falsch. Ist der 23. Ah, das hatte ich davor. Ah, belastend. Okay. Ja. Ist nicht mehr lang hin, ne? So gerade einen Monat noch so ungefähr. Ja, ich bin komplett im Hype, Mann. Ich bin komplett im Hype. Ich habe so hohe Erwartungen an das Gerät, ne? Alter, ich bin echt sehr gespannt, ne? Also, wir haben ja schon so ein bisschen gemutmaßt, dass es vom Design sehr ähnlich wie das S8 sein wird. Mhm. Also auch so abgerundet und so weiter. Es wird genauso aussehen, nur ein bisschen kantiger, größer und mit S-Pen. Und die 2 Frage, Kameras wahrscheinlich. Genau, das ist die Frage, wird es 2 Kameras haben? Wird es ein 4K-Display haben? Da streiten sich auch noch die Geister aktuell drum. Aber noch eine andere Frage. Ja. Was mich noch interessieren würde, ob sie es diesmal schaffen, vielleicht den Fingerabdrucksensor unter das Display zu ballern. Nee, werden sie nicht machen. Ganz ehrlich, sobald das passiert,
flippe ich total aus, wenn es irgendwo funktioniert. Ja, es funktioniert doch schon. Ja, aber in einem coolen Smartphone. Ja, wenn das funktioniert, dann flippe ich komplett aus. Ich glaube, es wird noch kommen, aber es ist halt noch nicht reif. Und das ist der Grund, warum S9. Es halt noch nicht... S9? Gehst du die Wette ein? S9 hat unterm Display. Ich sag, S9 wird es noch nicht haben. Ab S10. Gehen wir die Wette ein. Okay. Leute, in einem Jahr wissen wir nicht mal mehr ein Jahr, ne? Nicht mal mehr ein Jahr. Nee. In ein paar Monaten wissen wir Bescheid. Nee, ich sag, es wird es nicht haben. Ganz ehrlich, was wollen die sonst? Also, gerade Apple, denke ich mal, die haben, das ist die reichste Firma der Welt. Mhm. Die müssen es doch gebacken kriegen, sowas bei sich einzubauen. Ja, das frage ich mich aber bei Apple bei ganz vielen Sachen. Ganz ehrlich, die sind die reichste Firma der Welt. Und wenn du dir mal überlegst, gebacken, in den MacBook einen großen Akku reinzubauen. Wie viel Cash diese Firma bei sich auf dem Konto liegen hat. Die könnten so einen richtigen Dagobert Duck Move machen und sich einfach ein Schwimmbad von Cash. Die könnten dieses Hotel hier bauen und es würde ihnen nicht mal auffallen in ihrer Geschäftsbilanz. Es ist echt exakt genauso. Und da geht. Und sie können in China machen und tun, was sie wollen. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Also zumindest sind iPhones hier deutlich mehr verbreitet, als ich dachte. Und es gibt Apple Stores ohne Ende in Shanghai. Ja. Also von der Einsperrung amerikanischer Firmen, also wie es Google widerfährt, spürt man hier bei Apple zumindest relativ wenig. Ja, aber wenig. Auch noch bei ganz vielen anderen Firmen. Ne? Ja. Es gibt ja richtig viele Ketten, die hier in China richtig brutal am Start sind. Ja, ne? Cola zum Beispiel. Ja, Cola, aber auch Starbucks, McDonald's. Ja. Das geht ja komplett durch die Decke, wie viele Starbucks es hier gibt. Und vor allem finde ich bei McDonald's krass, was wir auch mal am lebendigen Leibe erleben durften, dass die halt sich auch nicht an die allgemeinen Öffnungszeitenregeln halten. Also wenn die ganze Stadt Shanghai simultan beschließt, ach, wir werden übrigens alle um 10 zumachen, ist McDonald's der Laden, der sagt, wisst ihr was, wie wär's mit 11? Das ist halt Kapitalismus, weil... Ja. Alle können dann nirgendwo mehr essen gehen und denken sich, ach, McDonald's hat noch auf, cool. Ja. Genauso wurden wir ja auch getriggert. Ja, wie cool das im Endeffekt noch war, da kann man sich ja drüber streiten. Nee, cool war es auf gar keinen Fall. Also hatte selten so einen belastenden McDonald's-Besuch. Ach Gott, oh nein. Ich will dich da gar nicht dran erinnern, dann geht hier nicht. Oh nein, dann geht bei mir. Eine Kurzfassung von diesem McDonald's-Besuch, sehr stressig, weil laut, eng, voll, unhygienisch as fuck und sehr nervige chinesische Kinder. Und ich will jetzt nicht das Arschloch raushängen lassen, das sagt, ich hasse Kinder, weil ich liebe Kinder eigentlich. Aber chinesische Kinder... Ja, man muss dir dazu zugute halten, dass das Kind wirklich sehr, sehr dreistfrech war. Ja, absolut. Ja. Da kann ich dich auf jeden Fall verstehen. Ja, es hat mir unterm Tisch ins Knie getreten. Ja. Mit einem und ein Strohhalm hineingesteckt. Ja. Nun ja, das und möchte ich wieder vergessen. Und es hat aus deinem Glas getrunken. Ach, nein, nein, hat es nicht. Also, gibt es weitere Nachrichten oder war es das jetzt schon? Natürlich, ich fand es gerade ganz interessant. Wir gehen so von einem Thema zum anderen und da gibt es irgendwie immer was so zu China-related, oder? Ja, und du musst noch deine Story erzählen. Ich warte schon die ganze Zeit. Das ist so eine Sache, die macht Julian immer. Ihm fällt irgendeine Story ein und er erzählt sie mir einfach nicht und sagt immer, weißt du was, die hebe ich mir für den Crewcast auf. Ich warte jetzt schon seit ungefähr 3 Stunden, dass er mir seine Club-Story noch von heute erzählt. Ja, und stimmt. Wir waren ja heute im Club und das ist eigentlich auch noch ganz interessant, ne? Die Club-Situation hier in China. Oh. Aber gut, da machen wir ein riesiges Fass auf. Nein, nein, das können wir schon kurz anschneiden. Okay. So ist es nicht. Es ist nur... Ach, ja, Kurzfassung... Dieses Thema. Kurzfassung, Europäer bekommen in Shanghai zumindest, und es wird auch in vielen anderen chinesischen Städten so sein, häufig kostenfreien Eintritt für alle möglichen Clubs und bekommen halt auch häufig dann noch Freigetränke dazu. Und zwar aus dem Grund, dass ja Chinesen generell ja dem europäischen Leitbild hinterherrennen. Also die wollen gerne so aussehen wie Europäer, so vom Lifestyle auch so unterwegs sein. Das klingt schon wieder so richtig arrogant. Ja, wenn man ganz, ist so der aber Europäer, es ist halt ja so. Der halt China besucht, so, oh, die wollen alle gerne so sein wie wir, ganz ehrlich. Aber das Ding ist, es stimmt einfach. Ganz, man fällt, es gibt so es viele Schönheitsoperationen, wo sich Frauen und Männer teilweise auch europäischer aussehen lassen. Ja, man sieht es übel an den Plakaten, zum Beispiel auch Werbeplakate, da nimmt man oft Leute, die jetzt zwar Chinesen sind, aber schon eher europäischer aussehen und halt eben auch, wie gesagt, diese Club-Situation ist komplett komisch. Ja, es gibt nämlich in China, also ich kann da mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Kannst du gerne machen. Gibt es die Sache, dass Läden, Geschäfte, Unternehmen besser
wahrgenommen werden, sage ich mal, wenn in ihnen Europäer verkehren. Weil das zeigt dann von Internationalität, erfolgreiches Unternehmen und so weiter. Mhm. Und das führt dazu, dass Unternehmen oder auch Clubs, die ja auch Unternehmen sind, sehr versuchen, Europäer bei sich sozusagen zu beherbergen. Ja. Ja. Das merkt man zum Beispiel, es gibt da wirklich die dubiosesten Geschichten, wo Europäer für Geld irgendwie was gespielt haben als Schauspieler. Also es gibt teilweise Meetings, wo wildfremde Europäer auf der Straße angesprochen werden und gesagt werden, ja, bekommst 100 Euro, wenn du morgen zu einem Meeting erscheinst und einfach nur anwesend bist. Ja. Das heißt, die haben dann irgendein Business-Meeting und du sitzt einfach dabei, verstehst nichts, weil die Chinesisch sprechen, kriegst du einfach Cash für. Weil die einfach dann vor ihren Geschäftspartnern sozusagen rumposieren können. Ja, bei uns ein Europäer im Unternehmen. Ja. Ganz normal. Und dabei ist es einfach irgendein Touri, der hier gerade unterwegs ist. Das passiert echt häufiger. Ja. Oder es gibt auch lustige Stories von irgendwelchen Clubs, die sich so einen DJ holen. Ja? Mhm. Und eigentlich ist er gar kein DJ, der bekommt einfach so eine vorgefertigte Liste an Tracks, die abgespielt wird automatisch. Und er stellt sich dann dahin und muss so tun, als ob er DJ wäre. Und dann sagen die, yo, extra eingeflogen aus Deutschland, der DJ Felix Barlinger. Aber machen das nicht alle DJs? Okay, nein. Ja. Das will ich nicht. Nein. Nee, aber das ist so wichtig, so richtig offensichtlich. Und locker regen sich jetzt irgendwelche Leute komplett auf die DJ. Ich wollte, dass ich habe war nicht böse gemeint, okay? Nein, wir stichen schon wieder ein bisschen rum. Auf jeden Fall, bei den Clubs ist das ähnlich. Ja. Wenn im Club Europäer unterwegs sind, gilt der Club als hip. Ja. Und deswegen wollen die halt gerne Europäer im Club haben, was für uns jetzt die gute Lage hervorgebracht hat, dass wir relativ günstig in Clubs reingehen können. Weil wir sind eigentlich nicht so die Typen, die jetzt jedes Wochenende feiern gehen. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber wir haben gedacht, wenn wir so eine krasse Möglichkeit haben, muss wenn du eine Einladung bekommst, hey, habt ihr Lust, heute Abend kostenlos in einem Club zu sein, in dessen Mitte ein Fisch-Aquarium ist mit Haifischen drin? Da denkt man sich doch prinzipiell, ja. Lust habe ich schon. Und genau bei diesem Club waren wir heute Nacht für ein paar Stunden und haben uns da mal so ein bisschen umgeschaut. Es war schon absolute High Society. Es war noch schlimmer hier als hier im Hotel. Ganz ehrlich, es war brutal. Es war richtig krass. Aber ganz ehrlich, da waren auch richtig viele Europäer. Man muss dazu sagen, Shanghai ist eigentlich so eine Stadt, wo nicht so viele Europäer sind. Ganz einfach wegen dem abgefuckten Visumsprozess und so weiter. Aber der Club hat schon zugesehen, dass er Europäer dahin bekommt. Das war schon gut gefüllt mit Europäern. Ja. Übrigens, eine Flasche Champagner oder Wodka, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Flasche irgendetwas, hat in diesem Club 6.000 Yuan gekostet. Was im Endeffekt bedeutet hat, das sind irgendwie 450 Euro oder so. Nee, 6.000 sind fast 1.000 Euro. Wechselkurs ist 1 zu 7,7 oder so. Stimmt, dann sind es echt so 800... 6.800 hat die Flasche gekostet. Dom Perignon. Champagner. Haben wir uns natürlich direkt gegönnt, weil wer so ein Hotelzimmer sich bezahlen kann, der kann natürlich auch. Der Champagner hat mehr als doppelt so viel gekostet wie das Hotelzimmer, was geht. Ganz ehrlich, da hole ich mir lieber so ein Hotelzimmer. Ja, für 2 Nächte als eine so eine Flasche. Ganz ehrlich, auf jeden Fall. Aber jetzt hau mal die Story raus, Mann. Ja, also der Abend ist so verlaufen, wir haben gefeiert und so weiter. Wir waren zu viert da und Felix und Janek sind schon etwas früher losgegangen, weil die sich gedacht haben, ach, so ein bisschen die Balls hier noch in dem nicen Hotelzimmer schaukeln, wäre schon ganz dope. So, und Wilko und ich haben uns gedacht, komm. Die Ausdrucksweise. Das war genau, was wir uns gedacht haben. Ganz ehrlich, es kommt schon ziemlich nah daran, was ihr euch gedacht habt. Ja. Wir wollten die Aussicht nochmal genießen. Okay, so kann man es natürlich auch formulieren. Wilko und ich haben uns gedacht, geil, Shanghai, wir gehen nochmal jetzt, wir feiern jetzt nochmal eine Stunde. Ja. Auf jeden Fall, meine Story, die ich für dich oder euch auch habe, ist die Art und Weise, wie wir wieder ins Hotel gekommen sind. Also, wie wir von diesem Nobelclub in unser 5-Sterne-Luxushotel wieder zurückgekommen sind. Die Betonung, genau. Von diesem Club ins Hotel. Denn selbstverständlich wollten wir nicht über die warmen Straßen laufen mit den normalen Leuten. Nein. das Problem ist nämlich auch, dass wir sind mit der U-Bahn hingefahren und die U-Bahn macht halt um 22:30 Uhr ungefähr dicht. Ja.
ab da kann man sich das abschminken und wenn man in einem Club geht, kommt man meistens nicht vor 22.30 Uhr wieder raus. Richtig. Genau, also das war so die Ausgangssituation. Mhm. Wilke und ich steppen bosshaft aus dem Club heraus, natürlich. Nein, also ich mache gerade Scherze. Wir kommen einfach aus dem Club heraus und haben uns natürlich erstmal, weil wir super Durst haben und der Club super teuer war und da wir daher nicht so viel getrunken haben und zum Schluss irgendwie die Gratisgetränke nicht mehr am Start waren, sind wir in so einen kleinen Family Mart reingegangen, haben uns erstmal eine Cola gegönnt und vor dem Family Mart steht einfach ein Rikscha-Fahrer. Ach was. Aber es ist nur, also eine richtig wacke Rikscha, also ohne Dach, also wirklich ranzig, ne? Okay. Und ich sag so zu Wilko, wie geil wäre es, wenn wir jetzt mit dieser Rikscha bis zum Check-in von unserem Hotel gefahren werden? Niemals. Niemals. Genau. Und dann haben wir uns in die Rikscha reingesetzt, ihm auf Google Maps über VPN die Location gezeigt, wo wir hinwollen, weil wir können ja kein Chinesisch sprechen. Ja. Genau, haben dann im Rechner gefragt, wie viel es kostet. Er hat im Rechner sozusagen eingetippt den Preis. Ja. Also so richtig Ghetto gelöst, ne? Ja. Aber es hat geworkt und dann ist er einfach losgeradelt. Und dann sind wir durch mitten, es war, wie viel Uhr war das? 3 Uhr oder so, sind wir mitten durch Shanghai durchgeradelt worden und es gab einfach frische Luft, der um die Nase wehte, was echt nicht häufig in Shanghai passiert. Und es war einfach super cool. Und dann sind wir hier angekommen. Und er ist wirklich, also da, wo die Taxen immer so vorfahren, im 5-Sterne-Hotel, ist er mit dieser abgefuckten Rikscha vorgefahren. Wir sind einfach ausgestiegen, haben ihn bezahlt und sind reingegangen. Und du musst dir vorstellen, wie der Fahrer uns angeguckt hat. Der hat ausgedacht, alles klar, hier habe ich auch noch keinen Rikscha-Fahrer-Gast hingefahren. Ja, ja, und die vom Hotel haben sich auch gedacht, okay. Okay. Ja, also der Portier, der da noch stand, der hat echt geguckt. Ja. Aber gut, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin langsam durch. Wir haben mittlerweile 5.44 Uhr in der Früh. Und es ist einfach komplett hell. Genau. Es ist schon krass, ne? Wir haben eigentlich noch Nacht und es ist schon hell. Aber ich würde dann langsam mal schlafen gehen, ne? Sei dir gegönnt. Es sei mir gegönnt. Okay, alles klar. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, abschließende ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Bleibt fresh und bis dahin. Macht's gut und danke fürs Zuhören. Ciao.